For so long I have waited, so long that I almost became just a stoic statue fit for nobody. And I don't wanna get in your way, but I finally think I can say that the vicious cycle was over the moment you smiled at me. Wir sind eine kleine Schule mit großem Herzen, die auch ein wichtiger Teil der lokalen Gemeinschaft ist. Wir sind ein Zentrum für den Erwerb von Wissen und Lebenskompetenzen. Wir fördern menschliche Werte und Multikulturalität. Die Fremdsprachen bilden einen Schwerpunkt. An der Schule werden Englisch, Deutsch und Latein als Pflichtfächer unterrichtet. Außerdem wird Italienisch als Wahlfach angeboten. Es werden viele verschiedene Arbeitsgemeinschaften angeboten, wie zum Beispiel Theater, Debattenclub, Schulband, Schulchor, Sport oder Kunst. Unser Gymnasium liegt in der kleinen Stadt Đurđevac im Norden Kroatiens, nähe der ungarischen Grenze. Es hat ca. 8000 Einwohner. Der Name der Stadt leitet sich vom Schutzheiligen, dem Heiligen Georg, ab. Unser Gymnasium ist eine staatliche, allgemeinbildende Schule. Schülerinnen und Schüler sind im Alter von 14 bis 18 Jahren. Es deckt die Klassenstufen 9 bis 12 ab. Nach der 12. Klasse kann das staatliche Abitur abgelegt werden. Seit meiner Kindheit fühlte ich mich zur Folklore hingezogen. Vor allem, weil sich die meisten meiner Familienmitglieder damit beschäftigten. Ich habe Musik schon immer geliebt, insbesondere traditionelle Musik. Ich habe mich schon immer vor Kostüme aus verschiedenen Teilen Kroatiens sowie auch vor Dialekte, Bräuche und Tänze interessiert. Neben der Folklore habe ich meine Liebe zur Musik auf dem Gesang im Mädchenchor und Schulband unserer Schule übertragen. In meiner Freizeit treibe ich 7 Jahre lang Sport. Ich trainiere Volleyball und Handball aus 2 Gründen. Ich möchte gesund sein und das macht mich glücklich. Also ich habe schon immer gerne Sport gemacht und bin sehr aktiv. Ich möchte so viele Sportarten ausprobieren und gehe deshalb in die Sportgruppe in der Schule. Für mich ist ehrenamtliches Engagement genau das Richtige, um meine Freizeit zu gestalten, denn so kann ich Spaß haben und gute Arbeit leisten. Es macht mir Spaß, Menschen zu helfen und deshalb engagiere ich mich in der Schule, oft ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Durch ehrenamtliches Engagement leiste ich einen Beitrag zur Gesellschaft und investiere meine Zeit und Mühe in den Aufbau einer besseren Zukunft. In meiner Freizeit singe und spiele ich Klavier gerne, weil es mich entspannt. Darüber hinaus singe ich im Kirchenchor und tanze in Folklore. Skifahren ist mein Lieblingssport. Ich fahre seit meinem 14. Jahr Ski. Ich kann es kaum erwarten, bis der Winter kommt, damit ich Skifahren gehen kann. Wenn ich auf den Skiern stehe, verschwinden alle meine Sorgen und das Vergnügen beginnt. Ich spiele Geige und Gitarre und bin aktiv in der Schulband.
Außerdem reise ich gerne und unser Gymnasium bietet viele Möglichkeiten zum Schüleraustausch. So habe ich bisher Italien und Deutschland besucht. Ich habe die Schauspielerei geliebt, seit ich klein war. Und ich bin gut darin. In der Schule gehe ich zur Theatergruppe und wir treffen uns oft und spielen in verschiedenen Theaterstücken. Meine Freizeit verbringe ich mit Schlagzeug und Gitarre. Ich spiele in einem Orchester und der Schulband Antares. Ich habe zu Hause mein eigenes Musikstudio. Ich arbeite gerade mit einem Team aus Serbien auf einem Album, das nächstes Jahr erscheinen soll, und ich habe noch viele weitere Pläne. Gerne beteilige ich mich an internationalen Projekten. Ich mag neue Leute, Kulturen und Länder kennenlernen. Aber man muss auch Spaß haben. Nach dem Unterricht entspannen wir uns manchmal im Park oder in einem Café. Mit guten Freunden und bei einer Tasse Cappuccino oder Tee ist der Tag noch besser. Nicht wahr? Liebe Grüße aus Georgievac.